Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Mod-Vorstellung. Diesmal geht es um Cosplay. Eine neue Mod-Vorstellung und zwar über Cosplay ist momentan verfügbar, aber ist ein bisschen verbuggt noch. Multiplayer geht es überhaupt nicht. Wollt das Spiel jetzt als erstmal starten, kommt die Fenster, müsst du vielleicht auch mal scannen, oder am besten bei ja, weil dann müssen wir tatsächlich großartig einstellen. Ist so, Fahrer, ja, ist immer so nett und geben dir mal 1000 Euro. So, fertig. Das war's halt. So, wir müssen nicht machen. Dann gehen wir jetzt einfach mal in den Dasher rein, ich zeige es dir einfach mal ganz einmal die Grundlagen. Wir machen öffnen mit Rechtsklick. Füllen wir das Fenster. Hier sind wir in verschiedenen Farben. Das Ding, wo als erstes ausgewählt ist, ist einfach eine Strecke von A nach B. Zum Beispiel, wenn ich von Händler zum Hof fahren lasse, gehe ich hier drauf. Und dann, ja. Als erstes gehen wir auf Feldarbeit. Das ist hier die Feldarbeit. Es soll ein bisschen das Feld unterdreschen. Hier ist Feld 19. Wir gehen einfach hier auf das Fenster drauf. Wir wählen wir unser Feld. Feld 19. Arbeitsbreite ist 4 Meter. Wenn wir ein bisschen 3,5, weil dann lässt auch nicht so stehen. Startposition da, wo ich wieder stehe. Man zwei Vorgewinde, kann auch, wir können auch entscheiden, dass als erstes Pferd dann Vorgewinde macht. Aber lassen es so. Lass uns kurz generieren. Lass uns hierbei unsere Punkte anzeigen lassen. So. Wir fahren ein bisschen vor. Und dann voreinstellen. Und dann jetzt fällt er dann hier die Strecke ab. Ja. So einfach, können wir hier noch speichern, zum Beispiel 11, 19, löschen. Zum Beispiel speichern, wenn wir hier auch noch 11, 19, kann ich da ausfüllen. Zum Beispiel, es gibt natürlich schon eine andere Möglichkeit, und zwar, kann ich sagen, finden wir das Fenster, kann auch einen neuen Kurs erstellen, nehmen wir einfach Kurs auf der Zeichnung starten, machen wir hier, bekommen diese Punkte, hier ist beenden, da ist Pause, da ist so ein Wartepunkt, da wartet ja, Abkommenssymbol, was man eigentlich nicht setzen braucht, Kreuzungspunkt, das ist jetzt einfach mehr Punkte, wenn du um eine Kurve fährst zum Beispiel, ein bisschen mehr Punkte, umso besser ist es eigentlich. Wenn man lieber beginnen, das lasse ich mal lieber, das weiß ich nicht so ganz. Und rückwärts fahren, wenn ich rückwärts fahre, dann zähle ich stehen rein, dann, ja, weiß er, ey, ich muss rückwärts fahren, nicht vorwärts. So, wir fahren mal zum Händler, mal kurz hin. Schon. Einfach mal kurz, um euch das zu zeigen, der Download-Link zu CP ist natürlich in der Videobeschreibung. Ab jetzt kommt noch jeden Sonntag eine Mod-Vorstellung um 10 Uhr. Ja. Jetzt halt um Crossplay. Fahren wir hier rein. So. Dann hat er jetzt hier automatisch mehr Punkte gesetzt, wenn wir uns bewegen. Okay, so. Setzt er jetzt automatisch mehr Punkte. Jetzt so kann die Aufnahme beenden. Haben wir die Aufnahme am besten ist, wenn man die sofort speichert. Also dann Hof, Unterstrich, ist egal, wie man es nennt. Ja. So. Jetzt machen wir das zum Beispiel weg und dann können wir einen neuen Kurs aufnehmen. Aber das wollen wir nicht. Wir laden einfach wieder den Kurs auf zum Händler. Lass uns die Punkte anzeigen. Dann können wir den zum Beispiel sagen: nächstbester Wegpunkt. Also, das sind die Wegpunkte, die kleinen Lupsi, sag ich jetzt mal. Vereinstellen, dann fällt er das ab. Man kann auch hier einstellen, zum Beispiel Geschwindigkeit auf dem Feld zum Beispiel, selber. Ganz so, und dann auf der Straße, soll 5 km fahren oder so. Und ihr fragt euch jetzt, wieso fährt er weiter? Wieso wird er da stehen? Das ist, weil ich habe das jetzt am letzten Wegpunkt oder Trigger warten, habe ich jetzt aktiviert. Das ist halt, ja. Ich das zu spät gemacht habe. Aber dann bleibt er auch stehen. Ich werde euch mal hier so zeigen.
Wenn eine gründliche, also so was die anderen Dinger sind, war und gesehen haben, sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und zeigt ihr mir, ey, wir wollen noch mehr sehen, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert oder so. Könnt ihr auch einfach in die Kommentare schreiben. Ja, guckt, das steht hier. 1300 DT hat den Trigger oder eine Route erreicht. Öffnen, können wir hier so reinspringen und dann. So. Beim KI-Verkehr kann ich mal sagen, müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil. Ja, es hat auch ein bisschen mit KI-Buggy. Ist auch keine Errors drin, hat nur der Standard-Error, glaube ich, ja. Ja, das sind also die Grundlagen von CP im S19. Ja. Ciao. So, das sind die Grundlagen. Ich sage, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mir schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Ciao.